Linux als Betriebssystem ist für wahnsinnig viele Softwareentwickler die erste Wahl und deshalb werden wir das heute mal bei uns installieren. Es gibt viele Gründe, wieso du Linux benutzen solltest. Zum einen ist es natürlich kostenlos, es macht Spaß, mal etwas Neues auszuprobieren und gerade in der Softwareentwicklung wirst du früher oder später irgendwann mal mit Linux zu tun haben und dann möchtest du natürlich nicht komplett planlos da sitzen und noch nie etwas davon gesehen haben. Denn Fakt ist, die meisten Server laufen tatsächlich mit Linux. Es gibt unfassbar viele verschiedene Linux-Distributionen. Deswegen ist es gar nicht so einfach, sich für eine zu entscheiden. Um den Einstieg aber so einfach wie möglich zu machen, entscheiden wir uns hier für Linux Mint. Es ist super einsteigerfreundlich, läuft auch auf älteren Geräten und durch den Einsatz einer bewährten Benutzeroberfläche sollten sich auch Windows-Nutzer ziemlich schnell zu Hause fühlen. Aber anders als bei Windows gibt es hier überhaupt keine Bloatware, es sind also nur die Programme installiert, die man wirklich braucht. Nicht mehr und nicht weniger. Um Linux Mint auf deinem Rechner zu installieren, laden wir uns erstmal die ISO-Datei runter. Anschließend brauchst du noch einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher und das Tool Balena Etcher. Etcher ist komplett einfach aufgebaut. Zuerst wählen wir unsere ISO-Datei aus, dann den USB-Stick, wo wir das Ganze drauf installieren wollen und dann drücken wir auf Stick erstellen. Und dann haben wir auch schon unseren USB-Stick, mit dem wir jetzt Linux installieren können. So, als erstes stecken wir mal unseren USB-Stick ein und starten unseren Computer. Und dann müssen wir in das BIOS oder in das Bootmenü. Hier, press Enter. Das kann auf deinem Laptop natürlich was anderes sein. Okay, was möchten wir hier machen? F12, weil wir ein anderes Boot-Device benutzen. Und hier wählen wir unseren USB-Stick aus und booten jetzt von dem. Haben wir schon ein paar Auswahlmöglichkeiten. Wir installieren hier einfach Linux Mint. Das erste. Hier startet jetzt auch schon Linux Mint. Und hier oben in der Ecke haben wir schon Install Linux Mint. Keine Sorge, das ist jetzt am Anfang auf Englisch, aber wir können natürlich später das Ganze auf Deutsch umstellen. Hier kommt auch schon die Auswahl auf Deutsch. Jetzt verbinde ich mich mal mit meinem WLAN. So, auf diesem Rechner habe ich noch ein anderes Linux-Betriebssystem installiert. Bei dir kann hier auch Windows stehen. Das heißt, jetzt wäre auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um noch ein Backup zu erstellen, damit deine Daten nicht alle verloren gehen. Und dann gehen wir auf Jetzt installieren. So, die Installation ist jetzt auch schon fertig und das Schöne ist, wir haben jetzt hier diesen Willkommensbildschirm und hier können wir eigentlich durch alles mal durchgehen. Wir können jetzt hier mal so einen kompletten Dark Mode einstellen, Systemschnappschlüsse brauchen wir jetzt nicht, Treiberverwaltung, Aktualisierungsverwaltung. Da würde ich euch empfehlen, aktualisiert einfach alles mal, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und dann können wir direkt mal ein schöneres Hintergrundbild benutzen. Und dann würde ich sagen, können wir einfach mal anfangen, die Sachen zu installieren, die wir für die Softwareentwicklung brauchen. Generell siehst du hier schon, dass eigentlich alles schon sehr wie Windows aussieht. Also ich habe hier unten meine Taskleiste, genau wie bei Windows 10, habe ich so ein paar Programme, die da drauf liegen. Hier an der Seite habe ich dann so Sachen wie WLAN, Uhrzeit, Kalender und so weiter. Es gibt auch so bestimmte Sachen. Wenn wir jetzt mal so ein Programm öffnen, wie das Terminal, und wir schieben es hier an die Seite, dann snappt es auch so rechts und links ran, genau wie man es bei Windows gewöhnt ist. Unter Linux gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Software zu installieren. Viele Leute sagen, ja, man muss unbedingt das Terminal benutzen. Das stimmt nicht. Es gibt hier zum Beispiel auch die Anwendungsverwaltung. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein App Store, nur mit dem Unterschied, dass hier wirklich alles gratis ist. Und diese Anwendungsverwaltung gibt es natürlich auch unter anderen Linux-Distributionen. Aber ich finde, bei Linux Mint ist es immer noch am besten. Da setzen sich wirklich Menschen hin und stellen diese Liste zusammen. Hier gibt es auch schon Programme, die eigentlich jeder kennt, wie Google Earth, Steam, Visual Studio Code. Würde ich sagen, können wir direkt als erstes mal installieren. Während das installiert, würde ich sagen, wir schauen mal in das Terminal rein, weil dort gibt es ein paar Programme, die wir unbedingt brauchen. Denn was für uns Softwareentwickler wahnsinnig wichtig ist, ist das Versionierungssystem Git. Standardmäßig ist es jetzt hier nicht installiert, deswegen, wenn wir das mal eintippen, dann steht auch direkt hier, der Befehl Git wurde nicht gefunden, kann aber installiert werden mit sudo apt install git. Machen wir das doch mal. Denn wenn wir mit Softwareprojekten arbeiten, dann ist es immer sinnvoll, dass man den Code irgendwo anders noch hostet, wie zum Beispiel auf einer Plattform wie GitHub. Und über Git können wir hier im Terminal oder später auch mit einer Benutzeroberfläche ganz einfach unseren Code verwalten, damit nichts verloren geht und man auch die Übersicht behält. Visual Studio Code installiert hier noch und ist auch ein wahnsinnig guter Code-Editor. Jetzt gibt es aber manchmal den Fall, dass man den Code einfach im Terminal bearbeiten möchte und dafür benutzt man sehr gerne Vim. Auch hier wurde nicht gefunden, deswegen installieren wir das einfach schnell nach.
Wie der Texteditor Vim funktioniert, würde ein komplett eigenes Video benötigen, weil das einfach richtig umfangreich ist. Und die Einstiegshürde ist ein bisschen hoch, aber wenn man mal ein bisschen mit Vim gearbeitet hat, ist es einfach ein unfassbar guter Code-Editor. Wenn man mal hier durch die installierten Programme durchschaut, dann sieht man, dass man eigentlich für alles schon was hat, gerade so Office und so weiter. Das ist jetzt vielleicht für uns erstmal nicht interessant, aber wenn du beispielsweise noch in deinem Informatikstudium oder sonstigem Studium bist, dann bist du natürlich auch hier auf so Sachen wie Calc, also sowas wie Excel und so weiter angewiesen. Ich würde dir generell empfehlen, dass du so viel wie möglich mit dem Terminal machst, denn umso schneller du mit dem Terminal arbeiten kannst, desto produktiver wirst du auch und später, wenn du dann irgendwann mal mit anderen Linux-Systemen arbeitest, dann wirst du dich sofort wie zu Hause fühlen. Weil es vielleicht am Anfang ein bisschen überfordernd sein kann, direkt alles mit dem Terminal zu machen, vor allem wenn du mit Git arbeitest, gibt es natürlich auch für die meisten Tools auch eine Version mit einer Benutzeroberfläche. Und hier zum Beispiel kann ich dir Git Cola empfehlen und das kannst du einfach runterladen, installieren und dann auch dafür benutzen. Dann können wir hier wieder sudo apt install git cola ausführen und das Ganze wird auch schon installiert. Du siehst schon, viele Tools installiert man einfach über die Kommandozeile, aber wenn du dich da einfach noch nicht so wohl drin fühlst, dann gehe ich hier einfach in die Anwendungsverwaltung, suche nach dem Tool, was du gerne installieren möchtest und oft findet man es hier einfach schon, wie zum Beispiel hier git cola. Kannst du draufklicken und kannst es halt hier einfach installieren. Visual Studio Code haben wir mittlerweile auch installiert. Das können wir dann natürlich einfach hier direkt starten oder man geht hier rein und sucht dann hier einfach nach Visual Studio Code und startet es dann einfach hier, so wie man es eigentlich auch auf Windows gewöhnt ist. Das Ganze konfigurierst du dann so, wie das für dich am besten funktioniert. Das Grundgerüst für die Softwareentwicklung steht jetzt bereits. Jetzt kommt es natürlich ganz darauf an, was du im Detail entwickeln möchtest. Vielleicht möchtest du deine eigene Webseite programmieren oder deinen eigenen Discord-Bot. Dafür reicht Visual Studio Code schon völlig aus. Aber vielleicht möchtest du einen Schritt weiter gehen und vielleicht deine eigene Android-App programmieren. Da brauchst du jetzt eine Entwicklungsumgebung oder auch IDE genannt, wie Android Studio. Für die komplette Dokumentation meiner Software benutze ich immer für alles Notion. Da kannst du ein komplett eigenes Wiki, Code-Snippets, eine komplette Datenbank mit allen deinen Inhalten erstellen, also ein wirklich sehr starkes Tool. Falls du als Linux-Nutzer jetzt lieber Open Source benutzen möchtest für alles, dann kann ich dir eine Alternative wie AppFlowy empfehlen. Im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich wie Notion, nur dass die Daten zum einen bei dir liegen und dass der Quellcode des Programms öffentlich ist. Die Basiskonfiguration für die Softwareentwicklung haben wir jetzt hier mal komplett abgeschlossen. Deshalb würde mich jetzt noch interessieren, woran du gerade arbeitest und ob du dafür Linux benutzt. Schreib's mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kevin.